Jo, herzlich willkommen zurück. Und ja. Mich würde mal brennend interessieren. Ach, Boxer Challenge kommt ja erst noch, ja. Okay. So, gut. Klasse 2 haben wir uns was besorgt. Aufgerüstet haben wir es noch nicht. Okay. Tja. Gibt ja nur den 3-6er hier, ne? Gibt hier noch ein 3 Coupé. Okay, das ist interessant. Dann auf dem Gebrauchtmarkt, allerdings wäre der ja schlechter wie der, ja. Sollte er. 93er Baujahr und der hier. 91. Hm. Aber schön, das auch mal gesehen zu haben. So, dann wollen wir den mal richtig aufrotzen hier. Boah, Turbo-Kit-Stufe kostet richtig Kohle. Hi, Butterfly. Ersatz-ECU. Einspritzer, Schwungscheibe. Okay, Luftfilter, aber nicht. High Butterfly Ansaugsystem auch schon ein Luftfilter mäßig irgendwas da. Sollte es, ne? Schnellschaltgetriebe. Ja, hohe Geschwindigkeit. Rennfederung. Profi-Rennstoßdämpfer. Dann bauen wir am besten gleich Carbon rein hier. Extra harte Domstrebe, jawohl. Felge lasse ich erstmal offen. Jo, da geht gut Kohle weg. Standard. Ja, da war der Krümmer jetzt mit drin. Logisch. Schnellschaltgetriebe und die ganze Lala alles rein hier. Das dumpfe Gefühl, dass das mit dem Mikrofon irgendwas mit dem Menü auf sich hat und dieser Wechsel dann. Irgendwie sowas. So. Ja, das ist auch weg. Gucken, ob wir hier ein gewisses Stück Geld wieder zurückkriegen können. Sieht sogar ganz nett aus. Naja, immerhin, ne? Ich glaube, es wird offensichtlich, ne? 80.000 gewonnen, 60.000 wieder reingesteckt. Hm. Dann sind die Wagen auch nicht ganz günstig. So, Gebühr 30.000. Autobahn. Brauchen wir Regenreifen. Da regnet es halt immer. Zumindest meistens in dem Turnier dann. Soweit ich mich erinnere. Also die mal eben noch dazu geholt und eingebaut, umgebaut, umgesteckt, wie auch immer. Und ran an die Buletten hier. Kennen wir nix. Ran.
Was habe ich gesagt? Es regnet. 3, 2, 1, los! Schön 3DFX-Effekt hier. Gleich ordentlich einen abgekriegt hier, weil die mir alle im Weg sind. Kommen wir ja langsam in Leistungsspektrum, wo wir hier Geschwindigkeiten fahren, die äußerst pervers sind. Also spätestens ab hier schaltet man nicht mehr selber. Definitiv nicht. Das sieht da zwar im Cockpit so aus, aber nee. Ah, Dylan, kriegen wir dich oder was? Jo. In den normalen Turnieren also wieder einfacher. Scheint jedenfalls so, ne? Ja, spacksen wir mal fest hier, wa? 280 Klamotten, ey. Und dann fängt er noch an zu fliegen. 300 schon bald, ja. Oh, nö. Komm. Ja, da kommt er, ne? Shit. Jetzt haben wir so eine Strecke, die fährt man bislang nicht so oft in dem Spiel, ne? Habe ich die überhaupt schon mal gefahren? So richtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Werksfahrer hat sie mal kurz angeschnitten gehabt, ne? Hätte ich den Schnitzer nicht gehabt, hätte ich ihn gekriegt. Beziehungsweise er hätte mich nicht gekriegt. Du bist auf dem zweiten Platz. 911 Turbo und dann gibt es noch 3,6. Okay. Ist auch interessant. Wieso kann man denn keinen Turbo ohne 3,6 kaufen? Und im Gebrauchtmarkt gibt es dann nur direkt einen 3,3er. Oh, die Reparaturkosten, Alter. Aua, aua, aua. Shit. Nun ja. Gut, Monte Carlo Kurs ist definitiv eine Sache für Slicks, ne? Gibt's die denn für den? Ja. Dann drauf damit. Und sehen wir zu, wie das Geld zur Neige geht. Das ist gar nicht gut. Gefällt mir überhaupt nicht. Drei, zwei, eins, los!
Ja, das geht ja hier. Jetzt ist es eigentlich easy. Oh, da fliegt er aber. Das ist deine erste Runde. Du bist auf dem ersten Platz. Das ist die letzte Runde. Oh shit. Oh, da setze ich mich aber ziemlich krass ab jetzt hier, wa? Die fahre ich auch ganz gut aus dem Bauch raus hier. Läuft. Du bist auf dem ersten Platz. Oh. Du hast den Rundenrekord für diese Strecke geschlagen. Gefahren wie die Wildsau. Alles niedergemetzelt. Rundenrekord. Na gut. Boah, Schwarzwald, ernsthaft? Da gab es ein bisschen Kohle, ja? Okay. Ja, cool. Thank you.
Du bist auf dem ersten Platz. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. Ja, und da war wieder das Mikrofon weg, komischerweise. Irgendwie hat OBS ein Problem hier bei dem Spiel. Auffallend bei diesem Spiel. Und ja, aber wie man sieht, gab es da nochmal richtig schön Schotter. Und ja. Reparieren wir hier ihn mal. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Bis dahin.